Meine Lieblingsidee ist das bedingungslose Grundeinkommen von allen für alle. Es ist eine Idee, die unser Zusammenleben freundlicher und entspannter gestalten kann. Jeder von uns hat von Geburt an Monat für Monat eine sichere finanzielle Basis, die ein Leben, das also diese Basis ermöglicht, ein Leben in der Mitte unserer Gesellschaft. Aus dieser Basis heraus können wir frei und eigenverantwortlich aktiv werden und unser Leben gestalten. Mich fasziniert an dieser Idee, dass es die Würde eines jeden von uns und unsere Eigenverantwortung in den Mittelpunkt stellt. Willkommen zum Klabautercast Nummer 94. Ich sitze hier mit Susanne Wiest. Hallo Susanne. Hallo Martin. Und wir wollen sprechen über ja, das Betreuungsgeld und das Grundeinkommen, beziehungsweise was da jetzt der Zusammenhang ist oder der Unterschied und so. Ja, vielleicht sagst du erstmal was zu deiner Person, weil die Hörer dich ja nicht kennen und ich werde immer dafür kritisiert, dass ich meine Gäste nicht vorstelle. Und ja, am besten machst du das selbst. Dann mache ich das jetzt gleich selbst, ja. Ich bin Susanne Wiest. Ich setze mich seit 3-4 Jahren sehr stark für das bedingungslose Grundeinkommen ein. Ich habe eine Online-Petition gestellt an den Deutschen Bundestag. Das war die erste politische Tat meines Lebens, weil ich einfach dachte, bedingungsloses Grundeinkommen ist die gute Lösung. Also ich habe das vollkommen ohne Background gemacht, einfach weil ich dachte, ich tue das jetzt. Und das haben dann so viele Leute mit unterzeichnet, dass der Server des Deutschen Bundestages zusammengebrochen ist, weil die waren auf diesen Ansturm der Bevölkerung überhaupt nicht eingestellt. Das System war noch neu. Und dadurch konnte niemand feststellen, wie viele Leute eigentlich genau unterzeichnen wollten. Und ich wurde eingeladen, dieses Thema vor dem Petitionsausschuss darzustellen. Das habe ich jetzt gemacht. Und ja, seit der Petitionsstellung arbeite ich täglich am Thema Grundeinkommen. Und jetzt ist eben dieses Betreuungsgeld auch ins Gespräch gekommen. Es interessiert mich sehr, weil ich arbeite als Tagesmutter in Mecklenburg-Vorpommern. Also ich bekomme mit, wie es um diese Betreuungssituation aussieht, welchen Druck Eltern haben und auch, was 150 Euro mehr oder weniger sind. Mhm, genau, ja. Darauf kommen wir dann eher noch. Diese Petition müssen wir natürlich auch noch verlinken. Da müssen wir gleich nochmal den Link raussuchen. Mangelnde Auswirkungen auf Arbeitsanreize. So ist die beim Bundestag abgespeichert. Ah ja. Dann arbeiten wir nicht mehr so fleißig, ne? Wenn nicht Not und Hunger sozusagen uns antreiben. Naja, das ist die Frage. Ja. Ja. Ja, nee, genau. Also ich meine, das ist, da sind wir schon beim Grundeinkommen. Aber ich möchte doch erstmal was zum Betreuungsgeld sagen. Jetzt das Betreuungsgeld. Vielleicht kannst du auch nochmal erklären, was das eigentlich ist. Also der eine oder andere hat sicherlich schon gehört, aber nicht jeder verfolgt so die Nachrichten ganz genau. Also ich habe es auch nur, soweit ich die Nachrichten verfolge, ne, dass es also geplant ist, Eltern, die ihr Kind zu Hause betreuen, und nicht in eine Einrichtung geben, eine Summe von 100, 150 Euro monatlich zur Verfügung zu stellen. Das wird teilweise bezeichnet als Herdprämie von den Kritikern. Und es ist so als Ausgleich gedacht oder als, vermute ich das, als Wahlfreiheit, dass man eben sagt, der Staat fördert die ganz stark eben die Krippenunterbringung und die Kindertagesunterbringung, aber zu Hause, da bekommen die Eltern gar nichts und es ist ja auch eine Erziehungsleistung, die sie da tun. Also das, denke ich, ist der Ansatz. Der ist aber
das könnte jetzt in die Bewertung kommen. Ja, jetzt kommen wir zur Bewertung. Also wir wissen jetzt, Betreuungsgeld klingt erstmal gut. Die, die ihre Kinder zu Hause erziehen, die sollen ja jetzt auch unterstützt werden, weil die eine gewisse Arbeitsleistung machen. Ja. Das hat auch schon so ein bisschen was von einem Grundeinkommen vielleicht. Also natürlich noch nicht das Bedingungslose, aber es ist so eine Art Grundeinkommen an eine bestimmte Bedingung geknüpft, nämlich dass Kinder zu Hause erzogen werden. Also könnte man doch zunächst mal denken, ah, jetzt geht's in die richtige Richtung. Aber? Ja, das finde ich nicht. Also vielleicht geht es in die richtige Richtung, dass die Gesellschaft anerkennt, ja, oder beginnt zu erahnen, dass man, wenn man was tun möchte, es sich auch leisten können muss. Da sehe ich schon Ansätze, dass man sagt, na, einfach ein Kind zu Hause, man muss es finanziell auch schaffen. Das ist schon richtig. Aber 150 Euro sind natürlich ein Witz. Also wäre ich Briefmarkensammlerin und man würde sagen, ja, ich gebe dir jetzt 150 Euro, dann wäre das so eine Hobbyunterstützung. Also ich finde, das fällt unter Hobbyunterstützung, 150 Euro. Und Hartz-IV-Empfänger, die da deutlich merken würden, 150 Euro mehr oder weniger, die bekommen das natürlich nicht angerechnet. Ja, da wird es dann abgezogen. Da wird abgezogen, ja. Genau. Also das ist eine Fehlkonzeption. Ja, ja. Total. Genau, ja. Das Interessante ist natürlich die gesellschaftliche Debatte, die angestoßen hat. Also dass jetzt zum Beispiel ein Familienverband sagt, nein, also Kinderbetreuung ist auch nicht, was man mit 100 oder 150 Euro abgleichen kann. Das ist eine wesentliche Arbeit, eine gesellschaftlich wichtige Arbeit. Das braucht ein Einkommen. Also solche Stimmen kommen auch aus dieser Diskussion heraus. Ja, das wäre also, das ist ja die Frage, Betreuungsgeld grundsätzlich schlecht oder ist es vielleicht nur so, dass es zu wenig ist? Ne? Also dass man halt, wenn man sagt, wenn es jetzt nicht 150 Euro wären, sondern sagen wir mal, weiß ich nicht, 800, 900 Euro, 1000 Euro. Dann könnte man sagen, das ist ein Kindergrundeinkommen. Was auf jeden Fall ein zu diskutierender Ansatz wäre, um in das ganze Grundeinkommensthema einzusteigen. Also wie verwirklicht man das hier? Das braucht Wege dahin. Ich persönlich bin nicht so sehr dafür, mit den Kindern zu beginnen, weil dann kann eine Schieflage entstehen. Dann sind unter Umständen die Kinder diejenigen, die das höchste Einkommen in eine Familie bringen. In einer armen Familie, wenn das Kind 800 Euro bringt, das ist nicht gut für das Kind, weil die normale Bewegung, sage ich jetzt mal, oder was ich so erlebe, auch als Tagesmutter oder als Kinderbegleiterin, sage ich eigentlich lieber, ist so, die Eltern geben den Rahmen, die Erwachsenen geben den Rahmen, in dem das Kind ist. Und das stellt es auf den Kopf, wenn die Kinder plötzlich das größte Einkommen einer Familie haben. Also würde das lieber, ich würde lieber den Eltern das Geld geben, da die gut für das Kind sorgen können. Ja, ja. Und auch formal muss es so sein, dass die Eltern das Kind haben und dass man sagt, ihr seid die, die das Kind erziehen, ihr braucht das Einkommen. Aber ist das nicht so? Also ich meine, bei so einem höheren Betreuungsgeld kriegen das Geld doch die Eltern. Ja, also natürlich sind die Eltern dann Verwalter, aber würde ich es gleich den Eltern geben. Also ich finde richtige Zuordnungen wichtig. Und wenn man das richtig zuordnen kann, sollte man es tun und nicht sagen, wir kleben es ans Kind. Ja, ja. Nun ist es ja so, es wird ja auch gesagt, gerade in Bayern, also deshalb sei die CSU so für das Betreuungsgeld, weil sie nicht genug Plätze haben in Kindergärten oder die heißen, glaube ich, da nicht Kinderkrippen heißen sie. Ja. Und dass aus dem Grunde eben das Betreuungsgeld gezahlt werden soll. Für welchen Zeitraum wird das eigentlich bezahlt, das Betreuungsgeld? Das weiß ich jetzt auch nicht genau. Also, ah ja, na, das kann man vielleicht dann in der Wikipedia nachschlagen. Aber also die Idee ist ja da, dass man da dann nicht so viele Plätze braucht in den Kindergärten oder in den Kinderkrippen. Jetzt ist natürlich diese Frage, so ein Platz in der Kinderkrippe, kostet ja mehr als 150 Euro. Ja, ja. Also ich weiß es von mir als Tagesmutter, da sind die Gesamtkosten für den Ganztagesplatz ungefähr so 400, 450 Euro, die ganz von staatlicher Seite kommen, aber ungefähr 300.
Das ist bei einer Tagesmutter in Mecklenburg-Vorpommern so. Da hat auch jeder Kreis andere Sätze. Mhm. Das kann noch viel teurer sein woanders, ja, für den ja. Staat. Kindergartenplatz ist noch wesentlich teurer, das weiß ich jetzt auch nicht genau, ich schätze mal. Also das ist schwierig. Nimmt man die Lohnkosten, nimmt man auch die Gebäudekosten. Mhm. Also das ist auch nachzugucken, bitte. Ja. Aber wesentlich höher, also eine ganz andere Liga als 150 Euro. Mhm. Und ich finde halt bei diesen 150 Euro auch, da werde ich persönlich auch wütend, weil es wird ja immer suggeriert, diese 150 Euro könnten irgendjemand Lebensgestaltung beeinflussen. Mhm. Und ich denke, ich bin doch nicht so ein Esel, den man irgendwie mit so einer Angel 150 Euro vor die Nase hält und dann renne ich in diese Richtung. Mhm. Also kein Geld der Welt. Also naja. Ich überlege mir, wie will ich mein Leben haben? Möchte ich mit Kindern leben? Möchte ich die Zeit den Kindern widmen? Oder möchte ich berufstätig sein? Das ist einfach eine Entscheidung, die ich sehr wichtig finde, dass sie frei getroffen werden kann von den Eltern. Und das bringt eben nur das Grundeinkommen. Naja. Nicht 150 Euro. Naja, also 150 Euro sicherlich nicht. Das mit dem Hobby ist ein guter Hinweis. Ich glaube nämlich so ein bisschen, dass dahinter so eine Vorstellung steckt, so wirklich wahrscheinlich aus 50er Jahren, wo es halt so war, der Mann geht arbeiten, die Frau ist ohnehin zu Hause, weil der Mann ja arbeiten geht und einer bleibt halt zu Hause. Und dann gibt es halt noch 150 Euro drauf, tatsächlich so, als weil die Frau das sozusagen als Liebhaberei macht. Weil sie sowieso damit zu Hause sich einen schönen Nagellack kaufen kann. Also das ist so ein bisschen die Vorstellung, glaube ich, die dahinter steckt. Es können natürlich auch Männer beantragen. Ja, sicher. Ja. Nur, ja. Also es ging darum, welche Vorstellungen bei Politikern vorherrscht, die sich sowas ausdenken. Ne? Ja, da kann ich gar nicht drüber spekulieren, weil ich finde das so absurd, ja, ehrlich gesagt. Absurd, ja. Ja, ich finde es absurd. Ja. Und es kostet Geld und für so eine Absurdität Geld auszugeben, finde ich nicht gut. Ich finde es ist auch, natürlich jetzt war so eine Diskussion, Nein zum Betreuungsgeld, ne, war ja auch so eine Initiative. Ich fände es sehr wichtig oder zumindest ist es eine Möglichkeit, das eher in Richtung Grundeinkommen ausweiten, die Diskussion. Dass man jetzt, ich würde mich freuen, wenn wir jetzt nicht so dabei hängen bleiben, ja, nein, Betreuungsgeld und uns von diesen 150 Euro am Ende auch noch fangen lassen, ja, und uns da die Köpfe heiß reden, sondern sagen, das ist eine falsche Richtung. Das verharrt wirklich im Alten, sondern weiter in Richtung Grundeinkommen, bei welcher Summe haben wir wirklich Wahlfreiheit? Weil das finde ich zeitgemäß, dass ich mir als Frau oder als Mann überlegen kann, wie will ich das machen, wenn ich zum Beispiel Kinder kriege. Wobei es ja beim Grundeinkommen nicht daran gebunden ist, dass man Kinder bekommt. Ne? Also es ist ja. Nein, aber es ist eine deutliche Stärkung der Familie. Ja. Also es ist mit einem Grundeinkommen finanziell, wäre es mir möglich, auch alleinerziehende Mutter mit einem Kind zu sagen, ich widme mich dem Kind, solange ich möchte. Und dann gehe ich vielleicht 3-4 Stunden arbeiten, wenn das Kind in der Einrichtung ist, wenn ich das möchte. Genau. Ja. Dann kann ich es wirklich so gestalten, auch so Arbeitszeitreduzierungen werden mit dem Grundeinkommen einfacher zu machen. Finde ich. Ja, also jetzt sind wir ja beim Thema Grundeinkommen, also vom Betreuungsgeld zum Grundeinkommen. Genau. Ja, also klar, das ist in der Tat glaube ich, das, was nötig ist. Das drängt sich hier auch wirklich bei dieser Diskussion schon wieder auf, dass man halt in Richtung Grundeinkommen gehen soll. Vielleicht bleiben wir doch noch mal ein bisschen bei der Sache mit der Familie und den Kindern, bevor wir aufs Grundeinkommen im Allgemeinen kommen. Es gibt ja auch noch andere Vorschläge. Ne? Also da geht es ja immer wieder um das Erziehen von Kindern. Und da gab es ja dieses Konzept in der DDR mit dem Ehekredit. Ne? Also da bekam man irgendwie Geld, ich weiß nicht, 1500 Mark oder so, ich weiß es nicht. Steht in der Wikipedia, ist verlinkt. wenn man ein Kind bekam und wenn man heiratete und das war nicht man musste es nicht zurückzahlen, wenn man ein Kind bekam, so war das. Deshalb sprach man auch vom Abkindern, ne? Dass man halt den Kredit abkindert. Ne? Und das wirkt aus heutiger Sicht so ein bisschen skurril. Ne? Und plötzlich kommt das aber wieder, nämlich in Sachsen-Anhalt. Da wurde der Vorschlag gemacht, jetzt wieder so einen Ehekredit
einzuführen. Was ist denn davon zu halten? Ja, für mich ist das ein Ausdruck der Hilflosigkeit. Also ich habe den Eindruck, das passt sozusagen zu diesen 150 Euro irgendwie dazu. Wir versuchen, finanzielle Anreize zu schaffen, um ein gewünschtes Verhalten hervorzurufen oder ein für notwendig erachtetes Verhalten. Ja, eben die Kinder vielleicht nicht in die Kinderkrippe zu geben, wenn keine Plätze da sind. Oder anstatt dass man sagt, ey, wir haben keine Plätze, dann ist das ein Problem, dem man sich stellen kann und wo man kreativ mit umgehen kann, was machen kann. Oder dass man sagt, wir hätten gerne die Sorge, es werden sehr wenige Kinder gerade geboren. Dann ist es doch sinnvoll zu überlegen, was sind die Gründe. Und so Anreize, also auf Anreizpolitik stehe ich überhaupt nicht. Ja. Ich denke, ja, selbstbestimmter Bürger, selbstbestimmte Bürgerin weiß, was sie tun will und braucht lediglich finanzielle Mittel, um es tun zu können. Genau, und das ist der Punkt. Ja. Das ist der Punkt. Also ich finde, dass der Staat sozusagen seine Bürger erzieht und sagt, oh, es gibt zu wenig Kinder. Ja. Ich meine, mag ja ein gesellschaftliches Problem sein, aber dann ist der Staat doch der Letzte, der gefragt wird. Und den das was angeht. Der kann doch daran nicht sagen, was zu ändern. Wir ne? müssen das jetzt ändern. Ne? Ja. Also das ist ja das ist eine Lachnummer, oder? Ja, nein, das ist nicht nur eine Lachnummer. Ich lache jetzt, aber es ist eigentlich ist es ganz gefährlich. Also so ein Staat, der seine Bürger erzieht, das ist eigentlich kein Staat, Staat, der irgendwie frei ist. Also das endet dann am Ende irgendwo, wie wir es in China hatten und haben ja auch immer noch, dass dann gesagt wird, hier ein Kind pro Familie. Ein Kind-Politik oder so, ja. Und das ist dann das Ende. Und dann schreien sie alle Kommunismus. Ne? Ja, aber es fängt ja schon damit an, wenn der Staat sagt, hier gewisse Dinge müssen wir, wir müssen Anreize schaffen, dass mehr Kinder kommen. Also das ist, also Lebensentwürfe sind eine persönliche Sache und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Dieses Anreize. Klar, der Staat kann Anreize geben, dass die Leute mehr öffentliche Verkehrsmittel benutzen und weniger Auto fahren. Also das kann man immer noch verstehen, solange eben auch nicht gesagt wird, wir verbieten jetzt das Autofahren oder so. Aber wenn es um die persönliche Lebensplanung geht und eigentlich die Selbstbestimmung auch, dann hat der Staat da irgendwie nichts mehr verloren. Genau. Das ist jetzt ein Vorteil eigentlich, finde ich, an der aktuellen Debatte, dass es so überdeutlich wird, dass sich der Staat in Bereiche einmischt, die ihn einfach nichts angehen. Ja. Oder wo man sich persönlich überlegen kann, ob man es möchte, dass der Staat sich da einmischt. Ich persönlich möchte es nicht. Ja. Und insofern, komme ich jetzt wieder das Grundeinkommen, ist das für mich die sehr neutrale Form. Also ich bekomme einen finanziellen Raum als Bürger, einen Anteil an dem Gesamtvolumen hier sozusagen, einfach ausbezahlt und damit kann ich umgehen. Da kann ich selbst gestalten. Genau. Ich werde nicht gegängelt, ich werde nicht geschoben, ich bin frei. Freiheit in Gemeinschaft, also Individualität wird gefördert, aber in der Gemeinschaft. Das finde ich gut. Genau. Ja, und man kann eben das auch machen mit so einem Minimum an Bürokratie. Denn das Problem, was wir jetzt haben, der Staat gibt ja auch irgendwie Geld für alles Mögliche, aber das ist dann immer an so bürokratische Entscheidungen gebunden. Und dann gibt es eben diese Arbeitsagentur, wo die Leute da gegängelt werden und sich da völlig nackig machen müssen, was die eigenen Daten angeht und so. Das ist alles doch nicht wünschenswert. Das erlebe ich ja sogar in meiner Tagesmutterpraxis. Ich bin Tagesmutter, ich betreue die Kinder Teilzeit. Das bedeutet bis zu 6 Stunden täglich. Die mache ich auch, diese 6 Stunden. In so einem kleinen Kindergarten mache ich das mit einer Kollegin zusammen. Wir werden, ich glaube, von 5, 6 verschiedenen Damen des Jugendamtes verwaltet. Die verdienen alle mehr als wir. Wir haben 220 Euro, die von vielen Sachbearbeiterinnen verwaltet werden. Man muss es beim Kreis beantragen, dort und da beantragen. Essgeldzuschuss nochmal hier beantragen. Also es ist ein Kuddelmuddel geworden ohnegleichen in den letzten, ich mache das jetzt 14 Jahre. Da stelle ich mir das auch so vor. Hätte ich selbst ein Grundeinkommen, ich als Mutter, hätte mein Kind ein Grundeinkommen, dann kann ich aus diesem Volumen sagen, ich bezahle diesen ganzen Platz selbst.
Da könnte man sich überlegen, ob man dann diese Platzkosten, einen Teil davon, aus der staatlichen Aufgabe einfach rausnimmt. Mhm. Dass man sagt, na, mit so einem Volumen kann man ja für diese Zeit, wo die Kinder klein sind, sagen, ja, da fließen jetzt 400 Euro, 500 in die Unterbringung. Ja. Ja. Also für mich wäre das ein Segen. Mhm. Die Eltern würden mich bezahlen und der Kittel wäre geflickt. Ja. Genau. Also wie gesagt, das Grundeinkommen, der immer unterstellt, das sei sowas, dass der Staat sorgt für alles, das ist ja gar nicht der Fall. Eigentlich ist das Grundeinkommen etwas, was dazu führt, dass es Individuen auch mehr Dinge machen können und man eben nicht so einen starken Staat braucht. Handlungsfähiger werden. Ja, Individuen werden handlungsfähiger, genau. Und es könnten auch andere Kindereinrichtungen stärker unterstützt werden. Also ich könnte mir sehr gut dann Elterninitiativen vorstellen, die sagen, wir schließen uns zusammen, haben dann ein Volumen von 2000 Euro und wir stellen eine Erzieherin ein. Ja. Und das kann man sogar noch weiterführen. Man kann sagen, hier, das ganze Schulsystem finden wir nicht gut und wir machen jetzt eine demokratische Schule auf. Ne? Zum Beispiel. Das könnte man dann einfach machen. Ne? Ja, da gibt es sicherlich noch ein paar andere staatliche Gesetze, die da reingreifen. Ja, aber die Möglichkeit für uns wäre da, es mal wirtschaftlich zu stemmen und auch von dieser Position für entsprechende Gesetzesänderungen uns einzusetzen. Ja. Ja, also insofern ist das schon eine wichtige Sache, das Grundeinkommen. Und wenn man die Alternativen sieht, dann wird einem ja Angst und Bang. Ich meine, die Alternative ist ja tatsächlich Arbeitszwang. Und ja. Das ist auch, passt auch nicht in eine freie Gesellschaft. Es gibt den tollen Blog Freiheit statt Vollbeschäftigung, den können wir dann auch noch verlinken. Der Sascha Liebermann hat sehr viel auch geschrieben zum Betreuungsgeld und der verwendet manchmal wirklich das Wort, das Arbeitshaus lässt grüßen. Also wenn man das weiterdenkt, was da angeplant oder angedacht ist, dann landet man, das ist so das Schlimmste, was man da an die Wand malen kann. Naja, wir müssen einfach nur überlegen, wie die demografische Entwicklung ist. Das ist ja der Punkt. Es ist ja tatsächlich so, dass wir bereits in, also ich glaube 2020 ungefähr ist es wohl schon so, da gibt es so eine Untersuchung, die ich jetzt, muss ich auch nochmal raussuchen, vom Göttinger Institut für, Max-Planck-Institut in Göttingen, die sich mit Migration auch beschäftigen. Da ist halt ausgerechnet worden, dass 2020 nicht mal mehr jeder zweite Arbeitsplatz, der frei wird, besetzt werden kann. Und war einfach nur auf die Personen gerechnet. Jetzt gar nicht, was sie für eine Ausbildung haben, ob es passt oder nicht. Ne? Ein Arbeitsplatz wird frei, muss besetzt werden. Sind so viele Nachrücker am Arbeitsmarkt? Und das ist nicht der Fall. Ne? Dann ist natürlich das ganze Arbeitslosenproblem, sieht so aus, als wäre es gelöst. Ist es natürlich nicht, weil natürlich die Leute nicht passgenau ausgebildet sind. Und dann, ja, was macht man dann? Gewisse Arbeiten müssen erbracht werden und dann wird man auf die Idee kommen, ja, hier. Ja, das sind ist, ja schon. Das kommt doch schon auf. Also die, ich darf das Wort nicht so, möchte es nicht so sagen, wie es benutzt wurde. Die Mitarbeiterinnen der nun Insolvenz gegangenen Firma Schlecker, da gab es ja jetzt schon Schlecker Pleite, dann Betreuungsgeld. Da hat ja Frau von der Leyen die grandiose Vision entworfen, die könne man doch jetzt zu Erzieherinnen umschulen. Ja. Also da kann man auch die Frage stellen, wollen Sie denn von einem arbeitslosen Automechaniker mal gepflegt werden, wenn Sie krank sind und alt? So, der kann Gurben anziehen. Also das, das kann man nicht tun. Beruf ist Berufung. Ja, genau. Also die Leute wollen auch das machen, was sie machen wollen. Ja. Gut, bei den Mitarbeiterinnen von Schlecker ich weiß nicht, ob die wirklich alle so gerne, da gibt es sicherlich auch welche, die gerne diese Arbeit machen. Ja. Aber ob das nun allgemein so ist oder ob da nicht auch schon ein gewisser Zwang da ist, dass eben das Einkommen nicht reicht und dann müssen sie halt schnell einen schlecht bezahlten Job haben. Das ist ja auch der Punkt. Ja, das sind die Arbeitsanreize. Ja. Sozusagen dann wieder. Ne? Warum tue ich etwas? Und die Frage, die wir zusammen, finde ich, beantworten können, ist, wollen wir uns da gegenseitig mehr Freiheit gewähren. Genau. Und der ganz schlichte Weg, wo ich überhaupt nicht kapiere, dass der auf so viel Widerstand stößt, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Das ist wirklich eine freundliche Alternative, finde ich. Finde ich auch. Also wo kommt das her, dass die Leute da so dagegen sind? Das ist, mir nicht so ganz klar. Also, man denkt ja immer, gerade die CDU ist ja immer dagegen. Jetzt kann man sagen, ja, konservativ. Ja,
Aber das. Die SPD ist noch wesentlich mehr dagegen. Ja, gut, da kann ich es ja sogar nachvollziehen. Das ist der Arbeitsmythos. Das ist die Arbeiterpartei. Mhm. Ja, die haben dieses Ideal, dass der Mensch etwas ist, dadurch, dass er arbeitet. Also da kann ich es nachvollziehen irgendwie. Also ohne, dass ich das jetzt gutheißen möchte. Aber bei der SPD passt es irgendwie ins Bild. Ja. Genau. Aber das ist auch was, worauf ich, also ich bin ja auch Mutter, ich habe auch eigene Kinder. Ich erlebe gerade, der Älteste geht jetzt aus dem Haus. Also diese ganze Arbeit der letzten 19 Jahre war darauf angelegt, mich eines Tages überflüssig zu machen. Es ist gut, wenn der aus dem Haus geht und mich nicht mehr braucht. Das haben viele andere Arbeiten auch. Wenn gut getan werden, mache ich mich unter Umständen überflüssig. Ja. Wir haben da heute, glaube ich, manchmal eine Heidenangst vor, das wirklich zuzulassen, diese zu sagen, ich bin damit fertig. Was mache ich jetzt? Weil dieser Arbeitsplatz mir ja auch mein Einkommen sichert. Und dann sagt, und ein Grundeinkommen würde uns da auch mehr die Möglichkeit geben, darüber nachzudenken, dieses Loslassen können von einer vielleicht langjährigen Aufgabe, wie bei der SPD, ne? Die haben über Jahrzehnte, Jahrhunderte für die Rechte der Arbeiter gekämpft und ich finde es auch sehr eine ehrenvolle Aufgabe, die sie da erfüllt haben. Aber jetzt ändert sich das und sie können schwer loslassen und dieses Grundeinkommen, finde ich, bringt auch ins Bewusstsein, wenn Arbeit zu Ende ist, ist es manchmal dran, loszulassen. Bei der Erziehungsarbeit und bei vielen anderen Arbeiten auch. Und wenn die Piraten ihren Job gut machen, hat ja auch die Marina mal gesagt, dann braucht man uns nicht mehr, wenn das Thema gesellschaftlich echt akzeptiert ist. Ja, richtig. Ja. Über sich werden, Mut dazu. Ja, genau. Ja. Und bei der CDU, wie gesagt, also die CDU mit ihrem christlichen Menschenbild, die müsste doch eigentlich für ein Grundeinkommen sein. Es gibt Vertreter. Ich habe den Hermann Binkert getroffen, das ist der Staatssekretär gewesen von Herrn Althaus. Die haben die Variante mit 800 Euro ausgerechnet. Habe ich ihn gefragt, ja wieso, das ist für mich kein Grundeinkommen, das möchte ich nicht gerne haben, das ist so niedrig, da bin ich nicht wirklich frei. Da gibt es immer noch Druck, irgendwelche niedrig bezahlten Arbeiten anzunehmen. Und dann hat er gesagt, er ist so vorgegangen, diese 800 Euro, die sind heute möglich. Und ich habe ihm gesagt, wenn du das aber ausdrückst, das ist einfach das, was jetzt geht, dann kann ich sagen, ja super, damit kann man auch beginnen. Ja, das mache ich doch. Aber die Vision ist deutlich zu formulieren. Ja. 800 sind der Anfang. Hin wollen wir zu Existenz sichern. Und Teilhabe gewährend. Und das sind 800 Euro noch nicht heutzutage. Ja, ja. Nun, man muss irgendwo anfangen. Und genau. Also da habe ich schon Sympathien auch für diese Einstellung, weil, weil man irgendwo anfangen muss. Ja. Und muss auch sehen, funktioniert das alles so, wie man sich das vorstellt. Also es wird ja immer gerne gesagt, das kann nicht funktionieren, was ich für Quatsch halte. Wenn man es nicht ausprobiert, weiß man nicht. Also die Althauskommission hat gesagt, 800 Euro funktioniert jetzt. Und wenn man halt sagt, wir machen das jetzt mal mit 800 Euro, dann ist das doch gut. Dann hätte man Ergebnisse. Und ich bin, also man kann es probieren mit 1800, also 800 Euro. Ich finde es nur wichtig zu sagen, das ist der erste Teilschritt. Ja. Wenn es als Endergebnis verkauft werden würde, dann würde ich sagen, nein. Ein Einkommen, was bei 800 Euro bleibt, das möchte ich nicht. Wenn es aber klar ist, das ist der Anfang und es soll wachsen, ja. 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 Und ist natürlich das Althausmodell auch ein Modell, was, das ist ja an eine Steuerreform gebunden und dann soll ja das aus dem, also aus der Einkommensteuer sozusagen auch finanziert werden. Das läuft ja auch über, das ist glaube ich auch so ein negatives Steuermodell, wenn ich das richtig sehe. Da gibt es ja noch andere Modelle, da gibt es ja zum Beispiel auch das Götz-Werner-Modell. Ja, ich bin aus mehreren Gründen, also eine große Freundin und ich, also ich befürworte wirklich das Konsumsteuermodell oder Ausgabensteuermodell, weil ich es so nicht und einfach finde. Ich finde das so super einfach, weil ich finde, das ist auch ein Widerspruch, die Einkommen weiter zu besteuern, weil ein Argument für das Grundeinkommen, nur ein Argument, das so ein wirtschaftliches Argument, ist ja auch, es kann gar nicht mehr jeder einen Arbeitsplatz haben, die zunehmende Automatisierung. Trotzdem, weil jeder
sozusagen der von diesem Erfolg, ne, dass also Arbeit nicht mehr von Menschen getan werden muss, wer davon jetzt betroffen ist, der soll ja auch hier ein gutes Leben haben. Man kann ja nicht sagen, jetzt bist du plötzlich der Verlierer. Wir haben ja gesamtgesellschaftlich was gewonnen. Wir müssen nicht mehr so viel arbeiten. Wenn man jetzt also sagt, aber unser Steuereinkommen soll weiterhin hauptsächlich aus Einkommen bezogen werden oder geschöpft werden, das finde ich unlogisch. Ich finde es gut, es aus. Dann wird die Steuer fällig, wenn ich etwas einkaufen gehe, wenn ich etwas aus der Gesellschaft in Anspruch nehme. Dann gebe ich an der Stelle der Gesellschaft den Ermöglichungsanteil, nenne ich das eigentlich, den Ermöglichungsanteil zurück. Eine Gesellschaft kann nur produzieren in einem Gemeinwesen. Und dieses Gemeinwesen kostet. Und wenn ich etwas entnehme, gebe ich dem, der gestellt hat, ein Geld, bezahle ich den. Und ich gebe gleichzeitig dem Staat das Geld für die Infrastruktur. Das finde ich sehr logisch. Ja. Und einfach. Aber man kann auch viel leichter tätig werden. Man muss es nicht immer abrechnen. Das passiert dann so an der Kasse. Ne? Die Steuererklärung passiert an der Kasse. Klar, das ist natürlich eine Vereinfachung. Das ist ganz klar. Ja. Aber dann gibt es natürlich verschiedene Gegenargumente an der Stelle. Nämlich auf der einen Seite führt ja die Entwicklung, die wir haben, dazu, dass weniger Leute Einkommen bekommen, aber dort, also insgesamt, die Einkommen steigen. Ja, weil man halt da spezialisierte Leute braucht, die halt auch ein hohes Einkommen haben. Insofern wäre natürlich eine Besteuerung des Einkommens schon auch sinnvoll, weil es halt Leute mit hohem Einkommen dann eben auch entsprechend was abgeben müssen. Andererseits, man kann ja davon ausgehen, dass sie ihr hohes Einkommen auch verkonsumieren. Oder zumindest größtenteils. Die Frage ist dann noch, was ist alles Konsum? Das sollten wir oder können wir uns auch mal neu angucken. Also bislang waren alle Finanzgeschäfte, Finanztransaktionen nicht als Konsum. Wurden nicht als Konsum gesehen und auch nicht besteuert. Was ist Konsum? Nochmal überlegen. Ich denke, auch hohe Einkommen werden verkonsumiert. Davon gehe ich mal aus. Im Ausland. Wie bitte? Möglicherweise im Ausland, wo es dann diese hohen Konsumsteuern nicht gibt. Ja. Es gibt vieles, worüber wir da nachdenken können. Und ich begrüße das sehr, dass wir da darüber sprechen. Ne? Wo sind da Schwierigkeiten? Wo stößt es an Grenzen? Aber ich denke, machbar wäre das oder ist das. Was könnte ich noch sagen zur Einkommensbesteuerung und Konsumbesteuerung? Es wäre auch für mich, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich bin nur Grundeinkommensbezieherin, weil ich gerade vielleicht zu Hause bin, bei der Familie, wäre es für mich eine Genugtuung zu sagen, ich trage auch durch diese höhere Mehrwertsteuer, trage auch hier dazu bei, dass diese Gemeinschaft weiterfinanziert wird. Das fände ich angenehm. Das ist natürlich dann der Punkt. Ja, wie gesagt, also das Problem, was ich so ein bisschen sehe, ist halt, dass das verbunden sein wird mit starken Zollschranken, damit Leute nicht im Ausland Dinge steuerfrei einkaufen, was ja jetzt schon passiert und was natürlich auch noch verstärkt wird dadurch, wenn man sowas hat. Und dann müsste man es auf europäischer Ebene einführen überall und die Konsumsteuern überall erhöhen, denn sonst müsste man ja nochmal wieder Zollgrenzen innerhalb Europas haben. Was nicht ich denke, gut es läuft sowieso auf eine europäische, auf ein europäisches Grundeinkommen. Wenn man jetzt gerade auch die Entwicklung mit diesem ESM-Vertrag und so sieht, ich denke, Europa wächst gerade rasant schnell zusammen. Da frage also ich mich das gerade. Das ist jetzt mal eine sehr optimistische Äußerung. Woran machst du das fest? Das ist, was ich gerade beobachte. Ich begrüße nicht. Das heißt, es wächst schnell zusammen. Wie es zusammenwächst, gefällt mir nicht unbedingt. Ich würde mir wünschen, mit mehr so gestalterischen Impulsen, dass wir Bürger sagen, wie stellen wir uns dieses Europa vor, dass es kreativ gestaltet wird, dass es jetzt sozusagen wie mit einem Schraubstock unter wirtschaftlichen Aspekten so zusammengequetscht wird hier alles. Das finde ich nicht kreativ. Und das missachtet, finde ich, auch eigentlich die Idee Europa. Ja. Wir sind ja kein großes Kaufhaus. Ja, genau. Also da wir sind ein Kulturraum, finde ich. Europa ist ein Kulturraum für mich, den ich schätze. Mhm.
Gut, also es wächst also zusammen. Wir haben jetzt den ESM, ist aber Möglichkeit. Wo ist jetzt die Verbindung zwischen ESM und Grundeinkommen? Naja, also die sehe ich noch nicht so richtig, aber gestern, weil ich ärgere mich über diesen ESM, der heute ja auch im Bundestag beschlossen werden soll, ESM und Fiskalpakt. Ich habe mir die Frage gestellt und es auch schon mit Freunden diskutiert, wo kann ich dann weiter für das Grundeinkommen arbeiten? Ist dann überhaupt der Bundestag noch die richtige Adresse? Bislang möchte ich für das Grundeinkommen im Bundestag arbeiten. Ich war da jetzt schon öfter und gehe auch demnächst nochmal hin zu diesem Zukunftsdialog von Frau Merkel am Dienstag. Also das ist immer die Adresse gewesen, wo ich politisch sagen kann, ich bin hier für ein Grundeinkommen. Denkt darüber nach. Also das ist meine Vorstellung, die ich als Bürgerin einfach äußere. Wo mache ich das, wenn wir die Haushaltsrechte abgeben? Naja. Nach Brüssel. Wo muss ich denn da hingehen? Naja. Wie wähle ich denn die? Also das wirft für meine Grundeinkommensarbeit jetzt Fragen auf, die ich noch nicht gelöst habe, weil das ist gerade erst heute. Dass das vielleicht geändert wird und dann gibt es ja auch noch das Bundesverfassungsgericht, was es vielleicht stoppt. Ja, naja, es ist eine sehr zweischneidige Sache. Auf der einen Seite möchte man natürlich schon, dass Deutschland eben auch Transferleistungen macht in Europa. Das wäre schon wichtig. Auf der anderen Seite möchte man natürlich nicht, dass das Recht auf Teilhabe da so ausgehöhlt wird. Ja, dass meine, wie kann man so sagen, meine Position, ich bin ja der Souverän hier, ich als Bürgerin, wo bin ich das dann? Ja. Bin ich es dann noch? Ist es wirklich demokratisch legitimiert, dieses Europa, oder ist es das nicht? Das habe ich noch nicht ganz, das habe ich noch nicht durchdrungen. Aber ich bin mir da nicht so sicher, wie ich das finde. Also ich naja, das Problem ist halt, dass es solche Weichenstellungen gibt, die dann verhindern, dass man eben so ein Konzept wie ein Grundeinkommen tatsächlich durchsetzen kann, weil halt, man kann zwar Gesetze hier auf der Ebene der Bundesrepublik machen, aber man kann sie halt nicht so gut in Europa machen, jedenfalls in der derzeitigen Konstellation. Solange das Europäische Parlament nicht entsprechende Initiativrechte hat. Das ist ja der Punkt. Da wäre es nicht, dass wir uns einsetzen politisch für Volksinitiativen, finde ich ganz wichtig, wie in der Schweiz. Die versuchen jetzt auch das Grundeinkommen, starten da ja eine Volksinitiative gerade. Ich wollte noch sagen, in München ist im September, können wir auch noch gerne verlinken, der Bien-Kongress für Grundeinkommen, also Weltkongress für Grundeinkommen. Was heißt Bien? Basic Income International Network, irgend sowas. War jetzt vielleicht nicht ganz korrekt, aber so ungefähr schon. IIN. Und da kommen aus allen Ländern die Grundeinkommensvertreter zusammen. Und das ist dieses Mal in München. Das letzte war in Brasilien. Davor war Amerika, New York, in Amerika. Also es ist durchaus eine internationale Bewegung und auch eine europäische Bewegung. Also man steht jetzt, es gibt nicht nur in Deutschland eine Grundeinkommensbewegung, die gibt es auch in den Nachbarländern und die arbeiten natürlich auch. Ja. Ja. Also es kann durchaus eine europäische Bewegung werden. Es gibt sogar eine europäische Initiative, die dümpelt so ein bisschen vor sich hin, weil es noch keiner, ich weiß nicht warum, aber meine Vermutung ist einfach, das begreifen wir hier oder ich noch nicht so als die Ebene des politischen Wirkens Europa. Das ist noch ein bisschen weit weg. Richtig, ja. Ja, das wird sich ja auch ändern. Also von daher wird auch Europa immer wichtiger, klar. Ja, auf jeden Fall. Und Grundeinkommen, ich denke, selbst wenn es mit dieser Veränderung, mit dieser Verschiebung von Kompetenzen nach Europa vielleicht politisch erstmal unklar ist, wie setzen wir das jetzt durch, wenn wir uns da neu orientieren müssen. Ich finde am Grundeinkommen ganz wesentlich, ich empfinde es als einen Kulturimpuls. Es ist jetzt nicht nur so eine Maßnahme, die wir mittels Gesetze etablieren oder suchen zu etablieren, sondern es ist geht für mich persönlich tiefer.
das Grundeinkommen. Mhm. Es stellt ja für mich die Frage, wie wollen wir hier zusammen leben? Ist es solidarisch? Mhm. Interessiert mich es auch, wie es meinem Nachbarn geht? Soll der auch gut leben? Also diese Ebene finde ich beim Grundeinkommen ganz wesentlich und die können wir Bürger immer bearbeiten. Ja. Also ich denke, gerade vor dem Hinblick der Einführung eines Grundeinkommens kann man ja auch sagen, man macht das schrittweise. Wir hatten das vorhin schon angesprochen. Selbst wenn man sagt, dass die Regelung nach dem Götz-Werner-Modell vielleicht am praktischsten wäre, würde ich sagen, sollte man vielleicht nicht so anfangen. Weil das dann immer bedeutet, da müssen erst gewisse Rahmenbedingungen geschaffen werden und das muss dann europaweit und so. Man könnte ja sagen, man fängt tatsächlich mit einer Steuerreform und einer negativen Steuer an. Ja, und also das Altersmodell, was offenbar sofort realisierbar wäre. Und dann kann man gucken, ne, kann man das verschieben in Richtung Konsumsteuer, dann kann man die etwas anheben, die Einkommensteuer etwas senken und dann kann man sehen, welche Effekte das hat. Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Ja. Ich habe auch mit dem Benediktus Hardorp gesprochen, das ist ein Steuerexperte, der sich auch sehr für das Grundeinkommen einsetzt. Der hat auch an der Einführung der Mehrwertsteuer in Deutschland mitgewirkt. Ist schon ein sehr alter Herr heute. Mhm. Und er sagt, er denkt sehr weiträumig über Steuern nach. Sowas habe ich noch nie gehört. Also so fast schon kreativ bei diesem trockenen Gebiet. Und er sagt, also er glaubt, die Steuer der Zukunft ist einfach die Mehrwertsteuer. Das beobachtet er schon länger. Das ist die Steuer, die wächst. Mhm. Und er glaubt, das ist die Steuer, die sich, auf die wir uns hinbewegen, sowieso. Mhm. Aus die Gründe kann ich jetzt nicht alle aufzählen und auch noch nicht alle nachvollziehen. Aber es erscheint mir leuchtend, so aus meiner Position heraus. Ja. Und natürlich ist es aber eine Entwicklung, wie du schon sagst. Mhm. Damit muss man beginnen, kann man nicht so, wupp, jetzt ändern wir das. Mhm. Ja. Ja, weil du das vorhin angesprochen hast mit der Schweiz, da liegen ja jetzt auch hier schon, nun hat es mir da ein paar Sachen mitgebracht. Was ist denn da jetzt, wie ist denn das Konzept dort oder was wird da vorgeschlagen? Weißt du da mehr drüber? Ja, eine Volksinitiative wird lanciert, die sammeln gerade die Unterschriften, dass sie überhaupt zustande kommt. Mhm. Der Initiativtext ist sehr frei gehalten. Also so diese Summe wird dann per Gesetz geregelt, ne? Das Grundeinkommen, die haben den sehr offen gelassen und haben schon mit dieser Ankündigung oder mit der Lancierung dieser Initiative eine enorme Diskussion über dieses Thema in der Schweiz ausgelöst. Mhm. Die sind da sehr am Sprechen miteinander. Und jetzt werden die Unterschriften gesammelt, sodass es dann, wenn 100.000 gesammelt werden, ja, dass die Schweiz darüber abstimmen kann, ob sie das Grundeinkommen einführen. Ja. Also es ist schon atemberaubend, ja, dass die sich demokratisch dahin bewegen können, die Schweizer. Na, das ist beneidenswert. Ich lese gerade den Text, der ist ja ziemlich einfach. Sehr einfach, das Bund, also ich kann es kurz vorlesen, also wir können es auch verlinken, aber es sind wirklich nur 3 Zeilen, die kann man wirklich vorlesen. Also die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt geändert. Artikel 110b neu, bedingungsloses Grundeinkommen. Absatz 1. Der Bund sorgt für die Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Absatz 2. Das Grundeinkommen soll der ganzen Bevölkerung ein menschenwürdiges Dasein und die Teilnahme am öffentlichen Leben ermöglichen. Absatz 3. Das Gesetz regelt insbesondere die Finanzierung und die Höhe des Grundeinkommens. Ja. Ja. Eine sehr beilassende Formulierung, die wirklich auch noch viel Gestaltungsspielraum lässt, finde ich. Und passt mich hervorragend zum Grundeinkommen, da schließen wir vielleicht wieder an. Das ist nicht mehr der gängelnde Staat und der bevormundende Staat, das ist der Staat, den wir Bürger selber gestalten. Und das, finde ich, spiegelt sich auch in diesem Initiativtext. Ja. Ja, ja. Da sagt keiner, ich weiß, wie es geht, sondern es wird eine grobe Richtung vorgegeben, also sehr dezent. Das ist eigentlich ja auch bei dem Programm der Piraten ja so, dass es offen gelassen wird, dass gesagt wird, es soll eine Enquete-Kommission geben, wo über diese Konzepte diskutiert wird. Denn es ist ja tatsächlich so, das ist ja der Hintergrund für diesen Antrag bei den Piraten, dass eigentlich aus allen Parteien es Vorschläge gibt. Ja. Ja, also die Linke hat Ideen zum Grundeinkommen. Mhm. Bei den Grünen ist es die grüne Jugend mit der grünen Grundsicherung.
Die FDP hat irgendwas, das weiß ich jetzt nicht. Das Bürgergeld? Das Bürgergeld, genau, das Bürgergeld. Und die Piraten haben was. Ja, die SPD hat nichts. Und die CDU hat Althaus. Und CSU hat wieder nichts. Gut, okay. Mhm. Ja, also das. Weil Althaus weg ist. Ja. Ja, gut. Mhm. Ja. Das Konzept steht ja im Raum, das ist ja nicht weg. Darüber kann man ja diskutieren. Aber es wird jetzt, hat kein Vertreter mehr so stark, würde ich gerade sagen. Ja. Ja. Also es gibt auch eine Enquete-Kommission gerade im Bundestag, die heißt Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, WWL. Mhm. Da habe ich auch mit einem Grünen, mit Hermann Ott, gesprochen. Er meinte, in dieser Enquete-Kommission hätte auch das Grundeinkommen einen Platz und wir sind darüber im Gespräch. Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität? Ja. Gut, das muss ich dann auch noch raussuchen. Damit wir Weil das Grundeinkommen können. Natürlich Beschleunigung und so weiter, ne? Also könnte damit passieren. Es können auch viele neue Ideen entwickelt werden aus Grundeinkommens-Lebenssituationen heraus. Ja, klar. Also es würde eine große Vielfalt vielleicht entstehen. Das wollte ich vorher noch sagen, wo du meintest, dass welche vielleicht sehr hohe Einkommen haben, ne? So Experten, die hoch bezahlt werden. Es kann sich mit dem Grundeinkommen schon das Einkommensgefüge sehr ändern. Mhm. Das ist, finde ich, nicht abzusehen. Das macht auch Berechnungen sehr schwierig, weil sich so viel ändern könnte. Es könnten ja auch Arbeiten, die unattraktiv sind, eben sehr hoch bezahlt werden müssen, damit es überhaupt noch jemand macht. Ja, genau. Ja. Und interessante Arbeiten, wo es viele Bewerber gibt, da könnt ihr sagen, nee, also da stehen jetzt 10 Leute. Mhm. Ich finde einen, der macht es für weniger, weil er es gerne machen möchte. Ja. Ja. Das kann sich wirklich ändern. Und es können auch ganz neue Dinge entstehen, die es heute nicht gibt, weil es keiner bezahlt. Mhm. Naja, und viele Arbeiten sind ja erträglich, wenn man sie nur ein paar Stunden macht. Das ist ja der Punkt. Also genau. Man kann ja sagen, hier, ich mache diese Arbeit ein paar Stunden, dann macht sie Spaß. Nur wenn man halt irgendwie sowas 8 Stunden am Tag machen muss. 40 Stunden die Woche. 40 Stunden die Woche, ja. Dann wird es halt unangenehm. Das ist eben das, dass wir dann wesentlich flexibler sind. Mhm. Und das ist auch bei der Kinderbetreuung eben so. Ich hatte zum Beispiel gesagt, wenn die Kinder klein sind, bleibe ich zu gerne zu Hause, weil ich möchte das. Mhm. Aber sobald ich merke, ich finde zum Beispiel Kindergarten und Betreuung in der Kindergruppe ist für die Kinder auch schön. Das macht ja Spaß. Also bei mir kommen alle Kinder gerne, weil sie mit anderen Kindern spielen wollen. Also das ist, und das sind für mich, das ist ein Angebot für Kinder. Nicht was, wo sie hingeschoben werden, weil es sein muss, aus Arbeitsplatzgründen. Das ist eine ganz andere Basis der Zusammenarbeit für mich und das Kind. Ja. Wenn ich weiß, das Kind kommt gerne, dann arbeite eigentlich nur noch so. Und wenn eine Mutter wirklich gerne viel arbeiten geht, dann ist das auch, auch durchaus möglich, dass das Kind lange fremdbetreut wird, weil es für diese Familie stimmt. Weil die Mutter das will und dann ist auch dem Kind vermittelbar. Ja, ich erlebe aber auch, dass beide Eltern unbedingt arbeiten müssen, auch teilweise vom Arbeitsamt noch gezwungen und dann müssen sie ihr Kind abgeben, obwohl sie das eigentlich gar nicht wollen. Ja, ja. Nee, das da werden so indirekt genötigt. Ne? Man kann schon sagen, ich möchte zu Hause bleiben, aber die üben schon auch Druck aus. Und das ist eine schlechte Basis. Der Fremdbetreuung. Ja. Freiwilligkeit ist einfach wichtig. Genau, so kann man es eigentlich sagen, freiwillig. Ja. Wenn die Mutter das will, wenn der Vater das will und das Kind, dann muss sich die Familie einigen und dann ist dieses auch machbar, was die Familie will. Aber wenn da Widerstände sind, gibt Probleme. Ja, ja. Ja, und ich meine, so eine Familie, die ja dann ein Grundeinkommen des Vaters und der Mutter hat, wahrscheinlich auch noch ein anderes Einkommen, wenn einer der beiden Eltern auch noch arbeitet. Ja. Und des Kindes. Dann kommt noch das Grundeinkommen des Kindes dazu. Das heißt, da kommt ja auch Geld zusammen, sodass man sich dann auch entsprechende Lösungen leisten kann. Und auf jeden Fall. Der Punkt bei der individuell Sache. Passende Lösungen. Also das würde Luft und Raum geben. Da machen wir dann irgendwann, dass wir über 150 Euro hin oder her uns die Köpfe hier heiß reden. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Und es ist auch, du hattest das vorhin schon angesprochen mit der Familie, es ist natürlich auch ein Anreiz, sich zusammenzutun mit anderen, weil halt dann viele Dinge
funktionieren. Das muss ja dann nicht unbedingt eine Familie sein, aber Nein. zum Beispiel ist auch eine Wohngemeinschaft im Grunde praktisch, weil eben dann auch schon ein gewisses Einkommen da ist. Und man würde wahrscheinlich auch viel leichter Wohnungen finden, weil der Vermieter weiß, na, also wenn da eine Fünfer-WG ist, dann kommt fünfmal das Grundeinkommen, dann können die Miete bestimmt zahlen. Ja, und auch im Arbeitsbereich sehe ich ja. da Möglichkeiten, wenn wir das jetzt so ausweiten wollen. Ich habe mit einem Wissenschaftler gesprochen, der sagt, seine Kollegen, das sind Physiker, haben viele gute Ideen in der Schublade, die sie nicht verwirklichen können, ja. weil sie ihnen keiner bezahlt, weil ja. sie dann doch bei irgendeiner Waschmittelfirma oder irgendwie in Lohn und Brot gehen, weil sie müssen auch eine Familie ernähren. Naja. Aber mit einem Grundeinkommen könnte es Wissenschaftlergenossenschaften geben, die sagen, es ist so wichtig, wir machen eigenständig, aus dem Grundeinkommen heraus. Genau. Die haben ja auch ein Wollen, ne? Ja, ja, klar. Ihre Dinge in die Welt zu bringen. Und würden dann auch wirklich das, was ja normalerweise als die Freiheit von Kunst und Wissenschaft bezeichnet wird, auch wirklich umgesetzt, auch als Individualrecht umgesetzt. Ja. Denn sonst ist mit der Freiheit der Wissenschaft immer so eine Sache. Wenn ich erst ein Labor brauche, was mir aber keiner finanziert, dann kann ich die tollsten Ideen haben, aber dann kann ich es nicht umsetzen, weil ich halt nicht die Möglichkeit habe. Und wenn ich halt eben wirklich dann das Grundeinkommen habe, kann ich das vielleicht auch mit anderen zusammen selbst verwirklichen. Richtig? Genau, und das Gleiche gilt ja. für Kultur, ja. das Gleiche gilt für Erziehung. Ich werde manchmal, habe mal die zarte Kritik gehört, naja, seine Wiest hat halt ein Thema, ne? Das ist ein bisschen politisch, ein bisschen mager. Aber wenn man jetzt schon dieses Gespräch, ne, dieses ist ein Grundeinkommen ist ein dermaßen zentrales Thema, was also Veränderungen in ganz vielen Lebensbereichen hervorruft. Ja. Ja. Insofern ja. ist das ein Riesenthema, finde ja, ja. ich. Und es ist natürlich auch ganz stark verbunden mit dem Thema Demokratie, demokratische Mitgestaltung, weil ich überlege natürlich auch, wie bekommen wir das Grundeinkommen? Brauchen wir auch eine Volksinitiative? Wie können wir also die Gestaltung, so wie Liquid Feedback und so weiter, das sind für mich wichtige Ansätze, wie können wir das weiterentwickeln hier? Ja. Gesamtgesellschaftlich, ja. Bürgerbeteiligung. Ja, ja. Und im Grunde ist es eine ganz alte Idee. Also wir hatten das in der Französischen Revolution, wurde das schon diskutiert. Jetzt kann man natürlich sagen, die Leute, die das da diskutiert haben, das waren unter anderen Voraussetzungen und so. Naja. Aber es gibt eben auch im deutschen Liberalismus, also ich verweise immer gerne auf Wilhelm von Humboldt. Er hat ja eine interessante Schrift geschrieben über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates. Also wenn das jemand, ich schreibe den Link hier rein, habe ich auch schon öfter gemacht, wenn das jemand googeln will, Grenzen schreibt Humboldt mit Ä. Aber gut. Ja, also über die Grenzen der Wirksamkeit des Staates. Und da sagt er eben, also das ist auch diese Idee, wo ja auch einiges umgesetzt wurde, zum Beispiel eben auch in der Erziehung. Also Humboldts Idee ist ja, dass eben die Schule nicht staatlich sein soll, sondern kommunal, was wir auch in Deutschland ja dann gemacht haben. Aber die Idee, vor allem die dahinter steht, ist, also er sagt ja ganz klar, der Staat hat eigentlich nur die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Bürger eben sicher und ohne Sorge leben können. Ja, das heißt ja nicht nur, das macht er auch deutlich, das heißt nicht nur, dass da irgendwie eine Armee ist, die irgendwie schützt davor, dass irgendwie fremde Horden kommen und hier das Land ausrauben oder so, sondern das geht es auch darum, dass die Leute halt auch abgesichert sind, sozial abgesichert sind. Und das ist ja eigentlich die Idee des Grundeinkommens. Ich meine, früher hat man vielleicht die Absicherung, also am Anfang des 19. Jahrhunderts, gemacht, indem man irgendwie Essen verteilt hat. Aber das passt ja in unsere heutige Gesellschaft nicht. Also wir haben hier eine einkommensbasierte Gesellschaft, da muss eben dann letztlich auch das Einkommen zur Verfügung gestellt werden. Genau, ja. richtig. Bedingungslos ja. und unabhängig, dass man, das ist eigentlich, so wie ich das formulieren würde, Grundeinkommen als Menschenrecht und Bürgerrecht. Wie ne, hier in einem Staat könnte man sagen Bürgerrecht, aber insgesamt würde ich sagen, es ist ein Menschenrecht. Und es ist vergleichbar mit dem Wahlrecht. Dass ich, Wahlrecht ist wesentlich für die Demokratie und ich sage Grundeinkommen auch.
Dass man könnte das sagen, es ist eine Demokratiepauschale auch, die Teilhabe auch einer Demokratie ermöglicht. Ja, jetzt wird aber immer gern von den Gegnern gesagt, ja, und das war ja auch der Punkt, den wir vorhin schon angesprochen hatten, mit der mangelnden Auszahlung auf Arbeitsanreize. Ja. Da wird ja immer gesagt, ja, dann geht ja keiner mehr arbeiten. Wir brauchen aber Leute, die arbeiten. Ja, dann kann man jetzt mal über Johannes Ponada reden. Ja. Ja. Gut, bitte, tu das. Ja, ich habe jetzt nur mal den Anwalt des Teufels gespielt und gesagt, hier, dann sagen die Leute das und das. Ja, also an Johannes kann man ja gerade merken, ich werde da auch demnächst in meinem Blog was nochmal dazu schreiben, das ist ein tätiger Mensch, für die Demokratie wirkender Mensch, der nun Hartz-IV-Empfänger ist, obwohl eigentlich gesagt wird, halt, aus dem Hartz-IV-Bezug darfst du das nicht, weil du musst ja dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Hm. Das ist nicht so gedacht, dass du den ganzen Tag Ehrenamt machst, da stehst du dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung. Hm. Also da wird die Absurdität dessen, was wir tun, gerade deutlich. Der Staat kann uns jetzt aber auch nicht zwingen, dass wir sagen, wir machen jetzt alle Ämter der Piraten, müssen wir jetzt bezahlen, weil das geht nicht. Das, das läuft, finde ich, auch auf ein Grundeinkommen hinaus, dass man sagt, Johannes tätig, auf eigenem Impuls und das müssen wir ihm, das soll jedem Bürger möglich sein. Ja, ich denke, das Modell von Johannes ist ja noch ein bisschen anders. Also ich habe das ja nachgelesen in seinem, er hat ja da sowas auf seiner die Seite, ich hoffe, dass ich den Link wieder finde, dann kann ich den hier auch verlinken, geschrieben, dass er eben selbstständig ist und da ist es wohl so, das wusste ich vorher auch nicht, dass, dass man dann, wenn man halt durch seine Selbstständigkeit nicht genug Einkommen hat, dass man dann eben auch Hartz IV empfängt und dass man aber weiter selbstständig sein kann. Natürlich. Und dann ist es ja durchaus stimmig. Er ist eben selbstständig tätig und manchmal verdient er halt Geld und manchmal verdient er halt weniger Geld. Dann, ja. Aber die wichtige Bedingung, wenn wir jetzt mal über Hartz IV sprechen, die wichtige Bedingung bei Hartz IV ist, dass er dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht. Und da kann es mit diesem ehrenamtlichen Engagement reiben. Ich habe mal einen alten Herrn auf einer Versammlung gesprochen, der sagt, er bekommt auch keinen Hartz IV, weil er seine alte Mutter pflegt. Und das Jobcenter sagte, dann stehen sie ja dem Arbeitsamt nicht zur Verfügung. Sie bekommen nur Hartz IV, wenn sie ihre Mutter ins Heim geben. Das ist das gleich wie mit Johannes, bloß in einer ganz privaten Ebene. Das ist eigentlich nicht okay. Das ist eigentlich nicht okay. Aber Kindern machen sie das nicht. Bei Kindern. Also ich meine, du hast ja vorhin mal gesagt, also dass wenn man seine Kinder zu Hause erzieht, dann geht das schon, auch bei Hartz IV. Ja, aber ich erlebe, also die ganz, wie das jetzt rechtlich ist, ich habe mich ein bisschen belesen, aber ich erlebe in meinem Lebenszusammenhang durchaus Mütter, 3 Kinder, 4 Kinder auf dem Dorf, wo der Vater Arbeit hat. Das langt aber nicht, um der ganzen Familie ein Einkommen zu geben. Das ist ja bei so vielen Personen, braucht man da schon eine hohe Summe, muss man da erwirtschaften. Ja. Und dann tritt das Amt doch an die Mutter heran und fordert sie doch auf, sich mal auch nach einer Arbeit umzusehen. Und die muss sich dessen eigentlich erwehren. Aber sie kann sich dessen erwehren. Ja, aber sehr unangenehm. Das ist unangenehm. Und manche sagen auch, nee, ich halte das jetzt nicht mehr aus. Also da ist schon eine Nötigung. Das Amt möchte natürlich möglichst wenig zahlen. Du sagtest vorher, du wusstest es nicht mit dieser Selbstständigkeit, die man da weiter behält. Also bei uns in Mecklenburg-Vorpommern sind ja auch ganz viele Leute Aufstocker, die, wo der Lohn, ganz normaler Angestelltenlohn, so niedrig ist, dass den Rest eben das Arbeitsamt übernimmt oder die Jobcenter. Also da ist schon eine gewaltige Schieflage. Ja, das ist in der Tat eine Schieflage, dass halt Leute, die arbeiten, davon nicht leben können. Ich meine, wo leben wir denn? Ich meine, also das muss doch jeder einsehen, dass das nicht geht. Also wenn jemand arbeitet, dann muss das auch genug sein, um davon leben zu können. Also das sind indirekte Subventionen sozusagen, die wir aus Steuergeldern zahlen an die Unternehmen, die so niedrige Löhne zahlen. Genau. Also, das ist irgendwie unglaublich. Ja, also aber das ist gang und gäbe, zumindest in Mecklenburg-Vorpommern. Ist das an der Tagesordnung. Naja. Ich kenne mehr solche Bürger als welche, die das ganz alleine schaffen. Und das sind ganz normale Berufe, beim Jugendamt angestellt, also auch bei von der öffentlichen Hand bezahlt, langt es nicht für eine Familie. Ja,
Ja, also klar, da also ist dringender Bedarf, weil das macht Not und Druck bei diesen Eltern. Permanenter Einkommensmangel blockiert. Und da finde ich wichtig, dass wir wirklich mit aller Kraft, also wer das gut findet, ne, dass man, dass wir uns wirklich deutlich für das Grundeinkommen einsetzen. Ja, nee, also ich finde auch, das ist also, ich werde das hier nochmal lesen mit der Schweiz, also das klingt jedenfalls schon mal sehr interessant. Ja, und kann ich empfehlen. Die Schweiz ist ja für Überraschungen in der Hinsicht ja auch immer gut. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass sowas beschlossen wird und das hätte natürlich auch eine ganz... Ja, und die Initiative ist natürlich, das habe ich auch erst begriffen, das ist auch ein demokratisches Mittel, so eine Volksinitiative. Es ist gar nicht das Ziel, dass es jetzt gleich angenommen wird, aber das ganze Volk, das ganze Land redet darüber und schafft eine Veränderung, die ist gewaltig. Ja, und deshalb denke ich auch, brauchen wir auch so eine Enquete-Kommission hier, denn wir haben ja nicht die Möglichkeit in Deutschland bisher zumindest solche Volksabstimmungen zu machen. Und das oder so Volksinitiativen, das ist eben ein bisschen das Problem. Könnten wir aber auch nochmal gucken, wie ist auf Landesebene, was kann man da machen? Ja, klar. Also, da dass wir das da vielleicht die Möglichkeiten nochmal ausreizen. Das stimmt. Obwohl man natürlich so eine Regelung mit dem Grundeinkommen nicht auf Landesebene machen kann. Nee, aber welche Aspekte davon gehen auf Landesebene? Zum Beispiel? Also, das weiß ich jetzt auch noch nicht, aber ich habe neulich in Mecklenburg-Vorpommern war eine Volksbegehren zum Mindestlohn. Ja. Und da habe ich angefangen nachzudenken, okay, was können wir mit dem Grundeinkommen auf Landesebene machen? Ich habe ja auch die Petition gestellt, also ich nutze gerne vorhandene Möglichkeiten maximal aus. Wie ist denn das ausgegangen mit der Petition am Ende? Die liegt immer noch im Bundestag. Es gab von jeder Fraktion einen Berichterstatter. Das ist ungewöhnlich. Also die fanden das Thema interessant. Jede Fraktion wollte berichten. Und ich glaube, es liegt gerade bei der FDP noch. Die anderen sind durch. Und irgendwann gibt es eine abschließende Impfung oder Beschlussfassung. Wieder was dabei rauskommt, da verspreche ich mir eigentlich nicht so viel, aber es haben alle mal drüber geredet. Das war mal gut. Ja. Und in der Bevölkerung sowieso. Also die Ebene, die ich wichtig finde, sind wir Bürger. Was wollen wir? Klar. Wie bilden wir unseren Willen? Und wie tun wir den Kund? Ja. Naja, aber auch diese Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität, in der Tat. Verfolgt es mal, ja. Das ist ja ein Thema, also das ist es ja genau. Also wenn man jetzt überlegt, was verstehen wir jetzt unter Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität? Ja. Na, dann, Wohlstand, das geht eben eigentlich nur für alle. Da kann man nicht sagen, also in einem Sozialstaat kann man nicht sagen, ja, Wohlstand gibt es hier nur für die Happy Few und alle anderen müssen sehen, wo sie bleiben. Und die anderen haben wir ausgebotet. Ja, das geht ja nicht. Alle in einem Boot, um mal so eine komische Seemannsmetapher hier zu nehmen. Ja, diese Enquete-Kommission, drum fand ich diesen Beschluss eben von Offenbach auch schwierig, weil eine Enquete-Kommission kann man nicht gründen. Also ich merke, also man kann sie beantragen und auch wer da jetzt reinkommt, das ist immer ein Abbild dessen, wie die Mehrheitsverhältnisse im ganzen Bundestag sind. Also da jetzt einen Befürworter des Grundeinkommens als Experten einzuladen, da müssen die Mehrheit, also die Regierungskoalition muss zustimmen. Ja, aber ich stelle mir jetzt vor. Die können das immer blockieren. Ja, aber ich stelle mir jetzt vor, es ist nach der Wahl. Okay. Und die Piraten sind im Bundestag, was ich hoffe. Dann haben die ja die Möglichkeit, so eine Enquete-Kommission vorzuschlagen. Ja. Dann kann das natürlich abgelehnt werden, aber es wird ja immer auch verhandelt zwischen den Parteien und man sieht ja, die anderen Parteien haben Ideen und gerade diese Enquete, die ja entsprechend offen ist, wo auch deren Ideen ja mit einschließen. Also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass dann die anderen Parteien sagen, ach jetzt lieber mal nicht. Lieber mal nicht. Ne? Nee. Ich wünsche mir und ich stehe auf ein demokratisches Miteinander. Hm. Ich bin auch nicht so parteienfixiert, ich bin lösungsinteressiert, zusammenarbeitsinteressiert. Also ein bisschen geht es für mich in der Piratenpartei gut, dass ich mit dem rede, überhaupt keine Berührungsängste zu anderen Parteien habe, weil es geht mir um die Lösung. Ja, richtig. Und so empfinde ich hier auch das Klima bislang bei den Piraten. Also nicht, wir wollen Recht haben, sondern wir wollen Lösungen. Genau, ja. Und ich denke, das ist halt hier eine Sache und das kann man auf jeden Fall machen. Also insbesondere, wenn bis dahin
auch sogar noch in anderen Ländern sich da was tut, denn das schafft ja auch noch einen zusätzlichen Druck. Ja. Also wenn die Schweiz sowas verabschiedet, dann ist es in Deutschland noch viel leichter, auf das Gespräch zu bringen. Auf jeden Fall. Andererseits in der Schweiz gibt es schon so lange eine direktere Demokratie als bei uns und das hat auch noch nicht abgefärbt. Da wünsche ich mir auch, dass wir sagen, hey, da haben wir ein Modell nebendran. Hm. Das ja, gut, kann man sich mal angucken. Ja, ja, das ist richtig. Hm. Ich denke, das ist aber dann nochmal in der Schweiz nicht so richtig vergleichbar, weil halt die Demokratie in der Schweiz auch grundsätzlich anders ist als in Deutschland. Es geht ja auch viel mehr, also es ist ja eben ein starker Schwerpunkt auf den Kantonen und da kann man natürlich auch in so kleinen Einheiten, da haben wir es in Deutschland ja auch, da haben wir auch die Möglichkeit, gerade ja auch in Berlin Initiativen zu machen und Bürgerentscheide und so. Also da sind schon mehr Möglichkeiten. Ich denke, das hängt auch damit zusammen, dass das in der Schweiz eben anders ist. Vielleicht wäre das ein Schritt, wenn ich überlege immer ganz praktisch, was kann man mit dem Grundeinkommen machen? Wenn du sagst, in Berlin hat man die Möglichkeit, könnten wir nicht anregen, dass man sozusagen Positionspapiere per Volksentscheid macht? Mhm. Also, dass wir sagen, das wäre wichtig, dass man Meinungsbilder sozusagen einholt oder so Richtungsbestimmungen fragt, auch in kleineren Einheiten. Ne? Das könnte man in Mecklenburg-Vorpommern machen. Möchte ich den Bund beauftragen, Grundeinkommen voranzubringen. Jetzt gibt es aber noch das Problem, bei den traditionellen Volksentscheiden haben wir immer nur die Ja-Nein-Möglichkeit. Und wenn man Positionspapiere erarbeiten will, dann möchte man das ja irgendwie auch gemeinschaftlich erarbeiten und nicht irgendjemand haben, der sagt, ich habe ja das tolle Positionspapier, jetzt stimmt bitte alle dafür. Also da das können wir ja, das können wir flüssig machen. Genau, da sind wir wieder bei Liquid Democracy. Tut mir jetzt leid, liebe Hörer. Es wird ja immer gesagt, ich mache eine Dauerwerbesendung für Liquid Democracy. Also jetzt sind wir wieder an dem Punkt angekommen, wo man ja auch sieht, wie das Ganze verzahnt ist. Natürlich geht es nicht nur darum, Ja-Nein-Entscheidungen zu machen, sondern gemeinsam was zu entwickeln. Und auf jeden Fall, das ist das A und O. Ja. Wie können wir Bürger in den Dialog miteinander treten und sogar gestaltend tätig werden? Mhm. Mhm. Ja. Das ist für mich die Arbeitsaufgabe. Genau, also dann schreibe ich das auch nochmal auf für unsere Shownotes. Also dass man gerade die Verbindung sieht, eben Demokratie einerseits und Teilhabe, da haben wir auch wieder das Grundeinkommen. Mhm. Bürgerrechte ist natürlich auch oder Menschenrechte auch. Ich finde das ja auch sehr schön bei dem Schweizer Modell, dass da gleich gesagt wird, für alle Menschen, die in der Schweiz leben. Ja. Denn es gibt ja nicht nur Bürger in der Schweiz, sondern auch andere. Ja. Und das kann ja da auch nicht sein, dass man dann so eine Zweiklassengesellschaft hat, die dazugehören und die nicht dazugehören. Das muss man natürlich dann in Deutschland auch entsprechend hinkriegen, was sicherlich auf große Widerstände stoßen wird, wenn man sagt, wir machen ein Grundeinkommen für alle Menschen, die hier leben. Ich habe immer die Hoffnung oder ich spüre die Hoffnung, dass sich diese Neid und missgünstige Haltung, neidvolle und missgünstige Haltung, die ja die anderen sollen nicht und erstmal ich, dass sich die vielleicht ändert, wenn wir realisieren, ich habe Monat für Monat ein Grundeinkommen. Die Armut und der Druck und die Not hat auf irgendeine Art, zumindest tiefer falle ich nicht als das Grundeinkommen. Das ist mein Rahmen. Ja. Was sich da in unserem Bewusstsein ändert, ob wir dann vielleicht nicht mehr so gucken müssen, dass ich zuerst mit dem Arsch an die Wand komme. Ich kann mir vorstellen, dass sich da dass wir uns über Zeit entspannen. Weil was du da gerade geschildert hast, ist ja eigentlich also Stress, Angst. Ja. Ich komme zu kurz. Ja, und ich denke, das ist auch wirklich sehr schlimm, wenn man eine Gesellschaft hat, die letztlich organisiert ist auf der Basis von Angst. Also das kann nicht gut gehen. Das ist auch meine Kritik an dieser Europeinigung, die ist auch basiert auf Angst. Angst ist Kracht, jetzt müssen wir was tun. Ne? Das ist ein schlechter Impuls, um aktiv, also man kann sich von der Angst auch wieder lösen und aktiv werden, aber das sehe ich gerade nicht, sondern das ist angstgeleitet. Es sind Angstreaktionen auch oft und ich wünsche mir das
souveräner gestaltet. Mhm. Ja, genau. Sowohl das Grundeinkommen als auch die europäische Einigung. Mhm. Und vor allem das Grundeinkommen. Und da finde ich halt auch wichtig, dass wir jetzt wirklich, ich arbeite konzentriert an diesem Thema. Ich wünsche mir, und viele andere tun das auch, das erlebe ich ja, nicht nur bei den Piraten. Mhm. Es gibt ja eine große Bürgerbewegung Grundeinkommen. Mhm. Also arbeiten, bevor uns das Wasser im Hals steht. Ja. Wir wirklich noch ein das sehe ich am jetzigen, wir haben Gestaltungsraum. Hm. Ich verspüre noch Gestaltungsraum. Ja, ja. Das ist gut. Ja, das ich habe hier gerade das Motto der Piratenpartei, also es ist nicht das Motto der Piratenpartei, aber das stand immer auf den T-Shirts und ich kann jetzt nicht ganz ohne Stolz behaupten, dass diese Idee mit diesen drei Worten letztlich, dass ich bei der Idee beteiligt war. Wir hatten nämlich hier in Schöneberg nochmal ein zusätzliches Plakat beim letzten Wahlkampf hier für die Berlin-Wahl herstellen wollen. Wir hatten ja diese einzelnen Bunden mit den Köpfen und da hatten wir überlegt, wir machen nochmal ein gemeinsames, wo alle Köpfe drauf sind, das ist dann weiß. Und dann bringen wir nochmal das Wesentliche auf den Punkt, nämlich Demokratie, Transparenz, Menschenrechte. Das war dann unsere Idee von Ingo Hoffmann und mir, dass wir das auf dieses Plakat bringen. Und mir fällt eben gerade auf, da haben wir noch Bürgerrechte geschrieben. Und ich bin inzwischen der Meinung, es müssen Menschenrechte sein, wir verändern, ich entwickle mich auch. Aber sagen wir nochmal Bürgerrechte, weil es da jetzt so draufsteht. Dann kann man ja schon erkennen, dass diese Dinge ja auch alle was mit dem Grundeinkommen zu tun haben. Ja, also Bürgerrecht, ja. Also das Recht auf das sorgenfreie Leben, das Recht auf Teilhabe. Also eigentlich ist es ableitbar sogar aus dem ersten Paragraphen des Grundgesetzes. Ja. Die Menschenwürde. Genau. Also das war mein Zugang. Darf hier niemand unwürdig leben. Das heißt, es muss jeder ein Einkommen haben. Auf jeden Deshalb, Fall. Das ist, und Sanktionen verbieten sich auch. Ja, das finde ich auch. Also wie das immer die sind grundgesetzwidrig. Ja, genau. Ja, diese Sanktionen sind in der Tat grundgesetzwidrig. Und Demokratie kann nur funktionieren, wenn halt, die Leute teilhaben. Und da können sie nur, wenn sie die Zeit dafür haben. Ja. Und wenn sie ständig die Sorge darum haben, wie geht das hier weiter, wie kriege ich meine Familie durch und so, mhm. dann hat man keine Möglichkeit mehr, richtig teilzuhaben. Und Transparenz ist ja letztlich auch was mit dem Grundeinkommen zu tun hat. Ja. Also wenn ich weiß, also sogar verschiedene Aspekte von Transparenz, aber wenn ich zum Beispiel weiß, hier das kriegt jeder, dann ist das transparenter als jetzt, wenn man nicht so genau weiß, wie kommt das denn eigentlich alles zustande und also gerade wenn man dann beim Arbeitsamt ist, wie kommen diese Entscheidungen zustande, die dort gefällt werden, das ist doch alles geradezu intransparent. Genau. Und hat auch noch einen Gleichheitsaspekt. Ja. Ne? Mhm. Also Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit hat es auch, finde ich, das Grundeinkommen. Mhm. Und auch auf der Steuerseite könnten wir auch diesen Transparenzgedanken walten lassen. Weil ich finde halt, ich persönlich finde es wichtig, dass wir als Staat uns eine Finanzierungskonzept schaffen, da möglichst viele Bürger verstehen können. Mhm. Weil es tut wohl, sage ich jetzt mal ganz banal, wenn wir wissen, wie generieren wir einen Haushalt? Genau. Ja. Wo fließen Gelder hin? Mit Grundeinkommen könnte man auch etliche Subventionen streichen, wahrscheinlich sehr viele. Mhm. So ist es ja ein Kuddelmuddel. Wo kommt das Geld her? Wer ist davon befreit? Wer kriegt es wieder? Also das ist für mich nicht zu durchblicken. Naja, ich mache ja meine Steuererklärung selbst, ohne Steuerberater, weil ich mir immer denke, das muss man selber schaffen können, aber ich stöhne jedes Mal wieder. Ich habe natürlich so ein Steuerhilfeprogramm, was leider auch nur unter Windows läuft, da muss ich immer erstmal eine virtuelle Maschine aufbauen und so.
Naja, und dann sagt das dieses und jenes und dann irgendwelche haushaltsnahe Dienstleistungen kann ich noch absetzen und dann kann ich noch dies ja, und jenes. Ja, mal nachgoogeln, was ist denn das überhaupt? Ja, und ja. Dann setze ich da alles ein und hinterher funktioniert das auch. Ich kriege dann auch immer ein bisschen was wieder von meinen gezahlten Steuern. Das ist dann auch so ein bisschen auch die Motivation dabei. Aber ich finde, das ist verdammt unübersichtlich. Wenn du die Arbeitszeit dann vielleicht ausrechnest. Genau. Und wenn ich mich wahrscheinlich noch mehr reinfuchsen würde, wenn ich zum Steuernerd würde, dann könnte ich vielleicht noch mehr wiederbekommen. Und vielleicht auch, wenn ich zum Steuerberater gehe. Aber das will ich halt aus Prinzip nicht. Ja. Also ich könnte mir schon vorstellen, mit dem Steuerberater hätte ich nochmal deutlich mehr. Gut, dem muss ich dann auch was abgeben. Nur ja. das will ich halt nicht. Und da ist eben tatsächlich der Punkt, wo ich mir sage, das kann ja eigentlich nicht sein. Also da fände ich eben auch wieder das Modell mit den negativen Steuern. Das willst du ja jetzt nicht, aber das fände ich auch gut, wenn man einfach sagt, so, es gibt den Steuersatz und davon wird ein Freibetrag abgezogen und sonst gibt es keine Steuergeschenke. Jeder hat ja irgendwas, ne, was er macht, also wofür er dann vielleicht eine Steuerermäßigung bekommen könnte. Und dann wird eben pauschal was abgezogen und dann wird eben auch abgezogen, wenn man keine Steuern zahlt und dann kriegt man eben was raus. Ja. Dann hätte man ein bedingungsloses Grundeinkommen. Dann hätte man das Grundeinkommen, ja. Das kann man natürlich auch machen. Ne? Ja. Und das gleiche Prinzip ist eben auch bei der Konsum- oder Mehrwertbesteuerung, da ist eben der ausgezahlte Freibetrag der Mehrwertsteuer. Das ist das Grundeinkommen, das war die Ausgangsüberlegung vom Herrn Götz Werner. Wo ist soziale Komponente, wenn wir in Richtung Mehrwertsteuer gehen? Und so kam er auf das Grundeinkommen. Die soziale Komponente der Mehrwertsteuer ist dann Verstehe. Das bedingungslose Grundeinkommen. Er wollte halt, die Idee war, dass man die Einkommensteuer abschafft. Und Richtung Mehrwertsteuer geht. Weil die natürlich für einen Unternehmer auch immer blöd ist. Weil wieso? Einkommensteuer ist ist ja Lohnkosten. Also es ist ja. Ne? Aber der zahlt die Lohnkosten nicht. Das hat er mir eindringlich erklärt, dass alle Steuern, die im Produktionsprozess fällig werden, sind Kosten, wie du genau gesagt hast, sind Kosten. Ja. Was macht ein Unternehmer mit Kosten? Wenn er daran nicht zugrunde gehen will, erreicht sie an die Kunden weiter. Der Kunde muss die Kosten tragen. Ja, ja. Also landen, das war nämlich seine Überlegung, landen die Steuern richtig. Im Endpreis. Und es wäre wesentlich einfacher und transparenter, wenn man das genauso abbilden würde. Wenn man sagt, nicht an 5 Stellen mit Lohnsteuer zahlt ja auch der Unternehmer, ne? Die Lohnsteuer, die der Angestellte abführt, muss ich ihm ja erstmal geben, dass er sie abführen kann. Ja. Wenn man sagt, okay, Staatsquote 50%, bedeutet, es landet am Ende alles im Preis. Kann man auch sagen, Mehrwertsteuer von 100% ergibt eine Staatsquote von 50. Schlichteste Variante. Naja, die Idee ist eben tatsächlich, dass eben die Einkommensteuer sinkt, dass das halt abschlagen wird auf die Mehrwertsteuer und dass man dann aber das sozial abfedern muss, weil und das war dann das Grundeinkommen. Das ist das Grundeinkommen, genau. Ja. Und alle Steuern landen im Endpreis. So, da denke ich auch noch viel drüber nach. Ist das wirklich so? Ich denke ja. Du sagst, das ist genauso wie Rohstoffe, ne? Ist das ein Kostenfaktor, den er ja nicht hat? Das muss Produkt bringen, dass das alles zahlen kann. Ja, wie gesagt, das geht letztlich nur europaweit wegen der Zollschranken. Aber könnte ja tatsächlich passieren, klar. Aber da ist genau das Problem, was du vorhin angesprochen hast. Wir haben auf europäischer Ebene nicht diesen Druck der Bürger. Das ist halt der Punkt. Ja. Da ist Demokratie noch nicht so angekommen. Immer über die über die jeweiligen nationalen Regierungen abgefangen. Da ist der Druck nicht direkt dort. Und das müsste man hinbekommen, denn dann könnte man da. Oder man schafft schon ein geeintes Europa, aber eben mit einer föderalen Struktur. Wäre ja auch eine Möglichkeit, dass man sagt, also sind denn so große, hat da nicht zum Beispiel eine europäische Regierung einfach viel zu viel Macht? Ist es nicht besser, dass man ein Bund bleibt oder so? Ja, ne? Richtig. Das würde ich auch sagen. Also wir müssten da die föderale Struktur haben und es ist sicherlich nicht sinnvoll, alles, also so eine übermächtige Regierung für ein gesamtes Europa zu haben. Aber beim Thema Grundeinkommen, wenn das europaweit eingeführt werden muss, dann muss man natürlich da schon also eine gemeinsame Basis haben. Ja. Ne?
Also wenn jetzt wieder jeder das für sich macht und jeder eben selber festlegt, wie hoch die Mehrwertsteuer ist, dann funktioniert das ja wieder nicht. Ja, aber ich meine halt so, wie wir auch in Deutschland eine föderale Struktur haben und trotzdem funktioniert das Ganze, so könnte man das ja auch in Europa machen, ne? Ja, ja. Dass also die verschiedenen Elemente, dass man eben immer kleinere Einheiten hat, damit wir Bürger noch jemanden finden, an den wir uns wenden können, ja, genau. Wo wir gestalten können. Wenn es zu groß ist, ja, genau. Dann klappt das irgendwie nicht mehr. Ja, man kann ja das Große haben für die Außenpolitik. Das kann man vielleicht koordinieren tatsächlich. Und ich wie bei einem Delegationsprinzip oder also, dass man ein System entwickelt, wo man sagt, da kann man die Meinung der kleineren Einheiten in die größere, in die größte Form tragen. Ja. Geht das? Das ist eine Aufgabe, die ich hier in Deutschland sehe. Ne, ich habe mich auch ja für die Bundestagswahl 2009 als parteifreie Direktkandidatin beworben und habe immer überlegt, wie mache ich das? Für mich wäre es eben, da bin ich auch auf die Piraten dann irgendwie aufmerksam geworden, ich suche eben ein System, wie ich diese den Bürgerwillen, zum Beispiel in meinem Wahlkreis, wie kann ich den abbilden und wie kann ich den dann nach Berlin tragen? Mhm. Ich dachte, ich als Abgeordnete bin sowas wie eine Klassensprecherin. Mhm. Also die Botschaftenüberbringerin. So sollte das eigentlich auch sein. Ja. Das wäre so meine Vorstellung, überhaupt wie Politik laufen hat. Ja. Es ist eine Übermittlungsaufgabe. Mhm. Ja. Der kleinste Wille, ne? Mhm. Ja. Sollte nicht untergehen. Da sollte man natürlich in der Tat dann auch, bräuchten wir auf europäischer Ebene auch eine Doppelstruktur. Also würde ich auf jeden Fall sagen, wir bräuchten tatsächlich so eine Föderale, wo halt aus den kleineren Einheiten Meinungen nach oben gehen. Wir bräuchten aber auch eine direkte, wo sozusagen alle gemeinsam in ein europäisches Parlament bilden und wo sich tatsächlich die Meinung auch vom Individuum nach oben durchsetzen kann. Das kann man, glaube ich, leicht nachweisen, warum man das braucht, wenn man sich nämlich die Bundesrepublik anschaut. Wenn hier alles immer nur über die Föderalstaaten ginge und wir kein Bundesparlament hätten oder so, das wäre ganz schlimm. Weil dann immer nur so Partikularinteressen, dann sind halt die Bayern und die wollen dann irgendwas für sich. Das ist schlecht. Ich meine, wir sehen das ja immer schon auch in der Bildungspolitik, die ja stark föderal ist, was es da für Probleme gibt. Da ist es also auch gut, wenn es dagegen eben auch eine Möglichkeit gibt, möglichst direkt Einfluss zu nehmen. Und deshalb finde ich ja, wir brauchen in Europa so eine Doppelstruktur, die wir eigentlich schon haben. Also man muss immer nur wenig ändern, das ist ja das Interessante. Wir haben es ja jetzt so, dass es das Europaparlament gibt, was mehr oder weniger direkt gewählt wird, auch nicht so, wie ich mir das vorstelle, aber gut. Und auf der anderen Seite den Europäischen Rat, in dem also die Minister sich treffen, also das Ministerrat oder dann eben auch die Staatschefs sich treffen. Aber das sind halt die Falschen, die sich treffen, weil das Vertreter der Exekutive sind und die sollen keine Gesetze machen. Ja. Also da müsste man jetzt den Europäischen Rat müsste man so umfunktionieren, dass da vielleicht tatsächlich föderal gewählte Vertreter sind, also so ein bisschen wie eben der Bundesrat auch. Wir haben, finde ich, gerade politisch, wenn ich das so aus einfach meiner Warte beobachte, eine Überbewertung oder ein Übergewicht der Exekutiven gerade, finde ich. Ne? Ja. Ich finde es sehr wichtig, die Legislative zu stärken. Genau, ja. Und was ja der Vertreter der Bevölkerung ist. Ja. Der Volk ist das Souverän und eigentlich sind wir die Gesetzeschaffende, genau. Über die Parlamente. Und das muss eben auch auf europäischer Ebene dann funktionieren. Genau, und da sehe ich Schwierigkeiten oder sagen wir mal Aufgaben, sehe ich Aufgaben. Genau. Ja, also Grundeinkommen, Riesenthema. Ja, und man sieht sehr schön, ich meine, das zeigt dieser Podcast, glaube ich, sehr gut, wie alles miteinander zusammenhängt. Dass es halt eigentlich nicht eine isolierte Frage ist jetzt mit dem Grundeinkommen, sondern dass das mit vielen Dingen zusammenhängt. Europa und Transparenz und alles mögliche andere, was wir hier angesprochen haben. Teilhabe, Liquid Democracy und so. Das ist alles, das hängt alles eng zusammen. Und ich gucke immer ganz konkret, was kann ich tun? Also Handeln finde ich halt sehr wichtig. Ne? Manchmal könnte man sagen, oh, das ist ja alles so groß und so komplex. Mhm. Aber ich finde bislang immer Möglichkeiten, wirklich aktiv zu werden. Die Petition, Direktkandidatur hat das Thema in meinem Wahlkreis sehr bekannt gemacht. Ja. Also ich gucke immer, was gibt es,
was gibt die bestehende Struktur her? Mhm. Was kann ich da möglichst frei tun? Mhm. Und ich finde immer was. Und was machst du gerade? Also was von der Enquete Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität gesprochen, wo du in Kontakt bist? Was sind andere Aktionen, die du gerade machst? Am Montag ist ein Fernsehauftritt bei Fakt ist mit Katja Kipping zusammen und zwei Gewerkschaftsvertretern. Das ist der Mitteldeutsche Rundfunk. Okay, wir werden das leider bis Montag nicht online schaffen. Am Dienstag, aber das ist vielleicht, ich berichte dann über alles eigentlich in meinem Blog. Manchmal, das ist ein recht kurzer Blog, also ich schreibe nicht so sehr viel, weil ich eher mache als kommentiere. Und Dienstag bin ich im Kanzleramt eingeladen mit den anderen bestbewerteten Vorschlägen des Zukunftsdialoges und kann immerhin das Grundeinkommen doch mal direkt Frau Merkel sagen. Ein bisschen eine fragwürdige Sache, wieso, ich werde sie auch fragen, inwieweit sie dem Parlament berichtet von diesen Impulsen, weil das eigentlich die Kanzlerin ist nicht der richtige Ort. Ja, ja. Das Parlament ist der richtige Ort. Und da werde ich dann eben, geht die Arbeit weiter, Kontakte ins Parlament aufzunehmen und zu sagen, berichtet euch Frau Merkel von den Ideen der Bürger. Wie, das, wenn es jetzt im Kanzleramt versagt, wir gehen alle ins Kanzleramt, das ist der falsche Ort. Naja. Das muss ins Parlament. Genau. Und, und da werde ich fragen, wie da der Fluss ist. So, und was mache ich noch? Naja, ich arbeite bei den Piraten am Stammtisch. Grundeinkommen ist immer ein Thema. Ja, ich schreibe den Blog, ich gucke, was passiert. An welchem Stammtisch bist du denn? In Mecklenburg-Vorpommern? Ja, in Greifswald. In Greifswald, Schöner Abend, schönes Abendtreffen nenne ich das. Ja, muss ich mal bei Gelegenheit vorbeikommen. Ich war, glaube ich, noch nie in Greifswald. Im Sofa, 20 Uhr, jeden Donnerstag. Ich meine, am Donnerstag trifft sich hier auch unsere Crew. Aber ja, na, vielleicht gibt es ja mal eine Gelegenheit, Wahlkampfunterstützung in Mecklenburg-Vorpommern oder so. Ja. Und jetzt ist Landesparteitag am nächsten Wochenende. Ja. Also. Ja, und du bist oft in Berlin und machst hier was, wie man sieht. Ja, genau. Ja. Und jetzt heute bei dir. Danke. Ja, ich danke auch, dass du gekommen bist. Ja, und wir können dann sicherlich bei Gelegenheit nochmal weitersprechen. Herzlichen Dank. Ja. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Klabauterkast.